Valera. Wir spielen gegen Väinämöinen. Ich glaube, unser Gegner ist ein Finne. Wenn er Väinämöinen heißt. Das heißt, unser Gegner sitzt wahrscheinlich gerade in einer Sauna und trinkt Wodka. Während der Hearthstone spielt. Das ist das so. Also wir müssen davon ausgehen, Chat, dass es genau so aussieht. Ich steige auf, ihr aus. Das ist schon mal, wenn man, es ist besser, man kann sich dann besser auf den Gegner einstellen, wenn man weiß, wie er gerade da so vor seinem Rechner sitzt. Ja. Futtert Hai, ja bestimmt. Üppige Wildnis und ein klarer Himmel. Dies könnte unser Zuhause sein. Schalala. Wisst ihr noch, früher Chat habe ich mich über Velarok mal aufgeregt. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich ihn sehe. Ja. Früher, Chat, das war mal Zeiten, da haben wir uns über Velarok aufgeregt oder so. Haha, lächerlich. Lächerlich im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt, Chat. Ihr könnt meinen Teufelshunden nicht entkommen. Ich steige auf, ihr aus. Was waren noch andere Zeiten? Ich meine, damals war die Meta noch eine andere. Zeiten ändern dich. Sag mal, der muss doch wirklich betrunken sein. Wenn der einfach Judo ist, der denn wahnsinnig, Chat? Der kann doch hier nicht einen G-Buddelschurke spielen, dann haut er hier noch eine Eudora raus. Der hat sie doch nicht mehr alle. Ja, okay, aber den passenden Doppel-Shadow-Step für Velarok hat er natürlich auch gleich mitgeliefert. Sind Bananen Hunter-Karten? Nein, Bananen sind neutral, oder? Also ich gebe ihm jetzt nicht 10 Bananen auf die Hand, die alle mit... Nee, oder? Die sind schon neutral, ne? Ich muss alle vernichten. Bananen sind neutral. Entschuldige, Chat, dass ich diese Frage überhaupt gestellt habe. Peinlich. Meine Hand ist zu voll. Das Ödland soll enden. Sehr, sehr peinlich von Timmy. Schon mal indisch gegessen?
Ist Bami Goreng indisch? Und zählt ein Fertigessen in der Kantine auf der Arbeit? Dann ja. Also richtig klassisch indisch bei so, in so einem Restaurant, bei einem richtigen Inder, habe ich glaube ich noch nie gegessen. Also ich meine irgend so ein Fertiggericht oder irgend so ein... Aber vielleicht schon, aber so. Also ich würde mal sagen, richtig klassisch indisch habe ich schon noch nicht gegessen. Jetzt hör doch mal auf, meine Bananen zu missbrauchen. Was soll das denn? Liefert HelloFresh nicht auch indisch? Ja gut, keine Ahnung. Wahrscheinlich sowas, was in die Art geht vielleicht. Aber... Volle Kraft. Warte mal, ja. Hätten wir gewinnen können? Nein, oder Chat? Ich meine, ich sollte diese Frage, ob wir hätten gewinnen können, vielleicht früher stellen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ja, du, meistens essen wir ja HelloFresh und ich meine, essen gehen tun wir jetzt auch nicht so oft und wenn, dann ist es halt meistens eine Pizza. Wobei wir jetzt ja einmal Sushi gegessen haben, weil Engel ja so gerne Sushi isst. Aber wenn ich entscheiden darf, dann ist es halt meistens eine Pizza. Ja, Pizza ist lecker. Pizza ist lecker, Chat, und schmeckt. Und lecker ist auch. Mmh, ja. Hat er da wirklich Counterspell liegen? Ist das ein Counterspell, ne? Volle Kraft. Cool. Whee! Eierpower! Boah, wenn er jetzt ist. Er hat doch nicht die Zeit. Wenn er jetzt ein Silence AOE hat, ne? Hau rein, Bunnies. Lass dir schmecken gleich. Nein, 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 nein. Oh. Ich nehme alles zurück, Chat. Ich hasse Velarok noch genauso wie früher. Ne? Es ist genau die gleiche dreckige Ranzkarte, weil sie das 8. Mal aufs Feld kommt und ihm die 5000. Random-Karte in die Hand gibt. Kann ich bitte Turn 6 OTK werden? Eine völlig neue Spezies sein. Richtige Artefakte mit einem Preis beziffern. Ich natürlich. Das sind 12 Damage. Das sind 6, das sind 18. Plus 4, okay. Ich behaupte, ich habe gewonnen. Das ist kein Wildtier. Ich bin so dumm. Warum bin ich denn so dumm, ey? Gibt es irgendwo einen Knopf, den man... Boah, ich bin so scheiße dämlich, ey. Chat! Warum bin ich so dumm? Aber der Finne sitzt in seiner Sauna, trinkt noch ein Glas Wodka und spielt noch ein bisschen mit mir. Sehr schön, Chat. Ich freue mich.
Mann, ey, das gibt's einfach nicht. Gleich kommt Tess und wiederholt die ganze Scheiße, die er da gerade macht, ey. Habe ich eigentlich nur noch, habe ich nur noch King Plush im Deck? Nee, habe ich, nee, scheinbar nicht. Folgt den Spuren! Wenn er jetzt nicht Test spielt, was er bestimmt... Ah, okay. Ist mir aber auch egal. Wenn er jetzt... Er musste jetzt noch Test... Auch noch... Also... wir können halt nächste Runde dreimal... Ich habe drei King Plush. Plus die Amulette. Ist wahrscheinlich ist es Counterspell, aber eins kann ich... Also, ich könnte drei King Plush plus zwei beziehungsweise ein Amulett. Das sind 24 Damage, die ich bursten kann nächste Runde. Stand jetzt ist mir das alles wurscht, was er macht. Okay, wenn mein geringer Intellekt jetzt nicht dazu führt, dass ich das Game, dass ich irgendwas falsch mache, dann sollten wir jetzt... Den spiele ich als erstes, weil wenn er das eine Secret hat, was den Diener tötet, dann stirbt jetzt der Papagei. Das ist egal. Dann, jetzt ganz wichtig, Chill. Jetzt könnte man einen ganz großen Fehler machen. Erst angreifen. Und dann erst, weil sonst würde ich nämlich... Finne, gib mir was von deinem Wodka. Gewonnen, Chat! Ja, easiest game of my life! Oh mein Gott, ey, was ist dieses Schwachsinn? Oh, was ein grober Schwachsinn, egal. Gegen Hoxie! Unterschätzt mich auf eigene Gefahr! Das ist nicht mein erstes Rodeo.
Augen auf den Horizont! Üppige Wildnis und ein klarer Himmel. Dies könnte unser Zuhause sein. Die Zitadelle bleibt spannend! Ich habe gerade überlegt, ob ich das Eis spielen möchte oder nicht, aber mit dem Jodler jetzt. Eine Dosis. Dann ist es halt krass, was er aus dieser Karte da rausholt. Aber. Jetzt würde ich vielleicht sagen, dass wir jetzt erstmal was machen, ne, oder? So, auch mal was spielen. Wäre King Plush, stell dich mal bitte King Plush hier vor, diesen ganzen Mist, den er da auf dem Feld hat, jetzt einfach mal wegwichsen. Wieder in sein Deck. Wäre das geil. Wäre das geil, ey. Er hat jetzt so viele schlechte Top-Decks, wenn man so will, auf seiner Hand. Also in seinem Deck. Er kann jetzt den 5-5er, er kann jetzt diese komische 5-5er Seele topdecken zweimal. Er kann zweimal den 1, er kann, er hat 5, 6 Karten in seinem Deck, die jetzt richtiger Müll sind, wenn er sie topdeckt. Aber eine Helia geht immer ab. Nee, eine Helia geht immer, Chelly. Oh, Helia geht immer. Eine Dosis löst jedes Problem. Ein bisschen Lust auf ein bisschen Heilo. Überreste des Lebens. Imus ist ein bisschen doof. Imus ist so eine der Karten, die so ein bisschen doof ist, Chat.
Wen soll mein Pfeil treffen? Er hat 6. Also. Ich könnte, wenn ich jetzt hiermit den Buff finde. Moment, dann passt das doch, oder? Nee, passt nicht. Jetzt hat mich ein Mana passt. Es passt um ein Mana nicht. Ich bin jetzt gerade fest, ja. Nächste Runde vielleicht dann. Ja genau, wenn er jetzt, weil er, genau, er macht jetzt vielleicht Taunts, also würde ich jetzt auch, wahrscheinlich würde ich davon ausgehen, dass er Taunts macht. Und dann würde es ja, würde ich ihm die Taunts ja auch noch ins Deck mischen. Gegen den Hand. Ich meine, klar, ich meine, jetzt ich könnte jetzt super weit denken und könnte tatsächlich King Plush im Voraus sehen, aber ja, wäre schon irgendwo ein bisschen strange. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen angepisst. Fick den aus dem Leben! Entschuldigung, Chat. Das war übertrieben. Tut mir leid. Entschuldigung, Chat. Entschuldigung. Müsste mich. Entschuldigung. So reden wir hier nicht. Ich meine, er hat mir die Ich meine, ist das jetzt. Ist das so schlimm für uns? Was er gerade gemacht hat, überlege ich. Ich meine, er hat mir auch die Plagen genommen. Er hat mir auf jeden Fall Plagen aus dem Deck gewichst. Jede Leiche braucht einen Sarg. Also ich habe quasi, ja, ich meine, so schlimm. Also so schlimm ist es nicht unbedingt, was er da gerade gemacht hat. Ich muss jetzt irgendwie mal überlegen, wie ich hier zum Erfolg komme. Also wie ich irgendwas mache, was erfolgreich ist. Was soll ich tun? Thank you.
Ich meine, die Frage ist halt, wie viele Karten will ich jetzt noch ziehen? Ich meine, ich... Irgendwann... Also ich kann jetzt eh mit den, also mit den ganzen Discover-Karten, die ich habe, kann ich jetzt eh eigentlich immer alles finden, was ich brauche. Muss es ja wahrscheinlich irgendwie, also ich muss versuchen, ihn jetzt entweder mit den King Plushes zu besiegen oder, also zum einen mit King Plush, zum anderen halt mit natürlich einfach dem, mit der Combo halt. Es löst jedes Problem. Und ja, ich meine, ich könnte jetzt King Plush spielen und mische ihm wieder drei. Ich meine, die Karte, Problem ist, Malada ist halt nicht schlecht, wenn ich ihm den ins Deck mische. Und ich, eigentlich würde ich halt gerne auch, ich habe hier noch den stehen, das heißt, ja, aber ich mische halt. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, ich mache das jetzt. Malada wäre jetzt das einzige Top-Deck, was er nicht unbedingt bekommen sollte, aber der Rest ist mir recht egal. Hallo Mitsulina, hallo Mitsulina, hallo, hallo. Hast du es hier? Ah, lass die Finger von meinem King Plush, du Schwein! Na, den kann ich ihm wieder ins Deck mischen, da, dieser Himmelberger. Zilliex. Aber ich habe noch einen King Plush, habe ich noch. Ich habe noch immer noch den im Deck, ne? Wobei das natürlich jetzt so eine Sache ist, weil der im Deck ist natürlich... Okay, ich sag mal so, Chat. Er darf jetzt nicht Zilliex topdecken. Er hat jetzt zwei Zilliex im Deck, die darf er nicht topdecken. Also keinen, den darf er jetzt nicht ziehen. Das wär halt richtig kacke. Ich vertue mich ja nicht, ne? Also ich löse das. Nein, das reicht, das passt nicht, ne? Nein, das passt nicht. Ja, weiterhin. Okay, also er zieht Zilliex. Das Ding hier hat ja Gottesschiss. Das heißt, das würde ihm jetzt nicht. Okay, das heißt, er könnte den einen Trade machen auf den, wenn er Zilliex zieht. Ah. Ja, okay, das war's dann. Oder? Ach so, das Ding ist nur... Ach Quatsch, okay. Ja, aber reicht ja trotzdem, ne? Ich meine, ich schieße viermal und ich müsste zweimal seinen Face treffen. Was soll ich tun? Ich meine... Ist das jetzt meine beste Chance? Ist das meine beste Chance, es jetzt zu probieren? Ich meine, was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ich meine, ich kann jetzt hier cleaven, aber ich töte das nicht. Ich glaube, es ist meine beste Chance, oder? Also ich clear auf jeden Fall das Board. Das heißt, ich denke, das ist das, was wir probieren müssen. Ich glaube, ja. Jetzt müssten beide Face gehen. Ah, oh, Mann! Ah.
So ultra gering war die Chance auch nicht, ey. Perfektion.